Giuseppe Benatis The Killer Reserved 9 Seats ist ein ziemlich obskurer Giallo, der wahrscheinlich selbst bei Giallo-Fans und Italophilen erst dann auf dem Radar aufgetaucht ist, als Camera Obscura den DVD- und Blu-ray-Release im Rahmen der großartigen Italian Genre Cinema Collection angekündigt hat. Der Film folgt ungefähr dem Prinzip, dass wir von Agatha Christie 10 kleine... Nehmen wir den politisch korrekteren Titel, ein Unbekannter rechnet ab. Ganz ehrlich, die 70er waren doch noch eine relativ seltsame Zeit, die mir ferner aktuell nicht scheinen könnte. Aber egal, ein reicher Mann besitzt ein verlassenes Theater, das er eigentlich weder benutzt noch betritt, was irgendwie seltsam ist, weil wenn man derartige Immobilien besitzt und die nicht nützt, dann wird man nicht wahnsinnig lange besonders reich sein. Aber egal, er möchte dort feiern mit 8 anderen Leuten. Als sie allerdings in dem Theater angekommen sind, zu 9, deswegen auch The Killer Reserved 9 Seats, werden sie quasi in dem Theater eingesperrt und dann beginnt eben dieses 10 kleine Jägermeister-Prinzip, in denen einer nach dem anderen bedroht bzw. ermordet wird. Was mir ganz besonders auffällt bei dem Giallo The Killer Reserved 9 Seats ist, was für mich immer einen Giallo ausmacht, ist die großartige Filmmusik, die einem bei den Werken von Dario Argento und so weiter noch wesentlich länger in Erinnerung bleibt. Das ist aber, finde ich, irgendwie ein Punkt, der bei The Killer Reserved 9 Seats nicht zutrifft. Im Gegenteil, das Theme, das gleich am Anfang des Films zu spielen beginnt, ist meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich gut im Sinne von Giallo gut, weil eben die Filmmusik für mich etwas ist, was den Giallo immer treibt. Es gibt allerdings ganz klar zu erkennende Giallo Züge, wie beispielsweise, dass der Killer schwarze Handschuhe trägt und so weiter. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, ist, dass das Schauspiel grundsätzlich in Ordnung ist und dass es der Film wirklich schafft, zumindest für die Strecke von einer halben Stunde wirklich Spannung aufzubauen und den Zuschauer wirklich mitfiebern zu lassen, wer jetzt eigentlich der Killer ist, obwohl die Lösung im Endeffekt dann doch näher ist, als man vielleicht kurzzeitig glauben kann. Allerdings reagieren die Protagonisten für mich teilweise etwas zu kühl und zu gleichgültig auf die Tatsache, dass sie in einem Haus eingesperrt sind, einer von ihnen ein Killer ist und sie mehr oder weniger um ihr Leben fürchten müssen. Das kommt, finde ich, in den Auseinandersetzungen zwischen den Charakteren nicht wirklich raus. Wenngleich ein großer Teil des Films sich trotzdem damit beschäftigt, dass sich die Charaktere mehr oder weniger gegenseitig bezichtigen, wer der Mörder sein könnte, ihre Situationen, ihre Zusammenhänge aufrollen und so weiter, was natürlich für uns als Zuschauer durchaus spannend ist. Die Mordsequenzen sind meiner Meinung nach relativ harmlos gemacht, genau allerdings auf die Art präsentiert, wie man sie von Gialli gewohnt ist und wie sie auch Giallo-Fans aufnehmen können. Deswegen, auch durch dieses Setting im Theater, hat, finde ich, The Killer Reserved 9 Seats zu einem gewissen Grad eine gotische Atmosphäre und etwas, das Fans von vielen anderen Gialli kennen. Fans des Genres können meiner Meinung nach auf jeden Fall bei The Killer Reserved 9 Seats einschalten. Die Blu-ray-Veröffentlichung von Camera Obscura ist in meinen Augen einfach nur fantastisch. Wir bekommen, finde ich, großartige Bildqualität auf dem Niveau, das ich bereits beschrieben habe bei Die Säge des Todes. Fantastisch und hervorragend remastered. Den Ton gibt es im italienischen Original bzw. in einer englischen Synchro, wobei bei der einige damals in den englischsprachigen Ländern gekürzte Szenen im italienischen Original eingefügt wurden und natürlich auch Untertitel dazu. Ich persönlich habe den Film, ich muss jetzt ehrlich zugeben, mäßig spannend gefunden, dahingehend, dass der Film eben über weite Strecken auch Längen hat, dass die Laufzeit von über 100 Minuten meiner Meinung nach der Handlung nicht wirklich förderlich ist, dass es dem Film nicht geschadet hätte, wenn er 20 Minuten kürzer gewesen wäre. Dafür allerdings gab es dann wiederum ein paar Szenen, die ich wirklich spannend fand, die ich wirklich gut fand. Und damit ist The Killer Reserved 9 Seats sicherlich nicht in die Annalen der besten Giallo aller Zeiten eingegangen, ist aber trotzdem ein Film, der es meiner Meinung nach wirklich verdient hat, auch in unseren Breitengraden ausgegraben und entdeckt zu werden und eben von möglichst vielen Giallo-Fans gesehen zu werden.